Grüß Gott benannt, da ist der Peter Kronewitter von der Blasmusik. Mein berührendster Moment, oder an den ich mich am liebsten erinnere, mit dem Linzer Bruckner Orchester, ist aus dem Jahr 2013. Wir wissen ja, am 11. April 2013 ist das neue Musiktheater in Linz feierlich eröffnet worden. Da ist eine Uraufführung gewesen und verschiedenste Aufführungen, Erstaufführungen in diesem neuen Linzer Theaterhaus. Am 28. April 2013 gab es dort den Tag der Künste. Da hat sich das Bruckner Orchester am sogenannten Tag der Klänge dem Publikum präsentiert, wo alle Musikliebhaber aus Oberösterreich und aus der ganzen Welt bei freiem Eintritt den Klangkörper in den verschiedensten Formationen zu hören. Vom Streichquartett über Jazz, Jugendprojekte, Workshops, Instrumenten schauen bis zum großen symphonischen Orchester. Aber was natürlich in Oberösterreich an diesem Tag nicht fehlen durfte, war die Blasmusik. Da hat das Blasorchester des Bruckner Orchesters ersucht, dass die 30 am längsten in den oberösterreichischen Blasmusikkapellen aktiven Musiker mit dem Blasorchester des Bruckner Orchesters gemeinsam spielen. Und so war das auch, und das kann ich mich gut daran erinnern und gerne zurückerinnern, am 28. April 2013 im großen Foyer des neuen Linzer Musiktheaters bin ich als Schlagzeuger neben den arrivierten Herren vom Bruckner Orchester in der letzten Reihe gestanden. Wir haben gemeinsam Märsche gespielt unter dem Dirigat von Karl Hunsdorfer, und es war eigentlich ein sehr, sehr schönes Erlebnis mit dem Linzer Bruckner Orchester, an das ich mich gerne zurückerinnere.